paar Taucher wollten Fotos machen, andere lieber Videos. Das Ganze geht ganz easy, wahlweise mit zwei Knöpfen. So, machen wir mal einen Drifttauchgang heute. Schauen, wie die Kamera sich im Filmmodus dort verhält. Das ist ideal dafür. Schauen wir mal. Freund Aladdin ist immer bei mir. Du weißt ja, wir tauchen nicht alleine. Also im Griff. Schick, oder? Kamera geladen. Oh Gott. Ich freue mich tierisch. Die Maleande, ich glaube, das ist jetzt ein Walhai hier. Ja, komm, jetzt nicht ändern. Passt denn die kleine Kamera denn rein? Mit dem Weitwinkel definitiv. Überhaupt kein Problem. 25 mm reichen. Foto oder Film? Das ist doch heute Morgen abgenommen. Überwiegend Foto. Okay. Weil ich das mit Foto mit Makro mal probieren möchte. Wir fahren jetzt am Riff hoch, um da abzuspringen und mit der Strömung hier wieder nach unten zu driften, um nachher in der Lagune auszutauchen. Bin mal gespannt, ob all das gehalten wird, was uns der Guide versprochen hat. Go, 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 go! Wir haben unsere Taucher jetzt mit den Testkameras am Riff abgesetzt und sind schon ganz neugierig darauf, was sie an Ausbeute haben. So, jetzt sind wir mit dem Schiff schon mal vorgefahren und erwarten die Taucher am Ende des Riffes. Das könnt ihr übrigens sehr schön hier erkennen. Michael, du bist frisch vom Tauchgang gekommen, hast so ein Lächeln auf den Lippen. Es scheint Spaß gemacht zu haben. Wie war es denn? Absolut. Also unter Wasser war es angenehm warm, tolle Fische gesehen, auch Moränen und ja, wir haben ja auch Video- und Fotoaufnahmen gemacht unter Wasser. Wie bist du damit klargekommen? Ja, total easy. Also wie gesagt, ich habe gerade letztes Jahr mit dem Tauchen angefangen, habe noch nicht die Riesenerfahrung und habe die Kamera überhaupt nicht als Belastung angesehen und es ist total einfach, damit umzugehen unter Wasser. Findest du, dass die Kamera also auch für Personen geeignet ist, die gerade tauchen gelernt haben? Absolut, ja. Also du kannst zum Beispiel mit einem Knopfdruck sofort eine Videoaufnahme machen und dann per einem Knopfdruck wieder sofort auf die Fotofunktion zurückgehen. Also das ist super einfach. Welche Funktion ist dein Favorit? Foto oder Film? Also absolut Video, weil du hast wesentlich mehr Atmosphäre auf den Bildern drauf als auf einzelnen Stillfotos. Und das Tolle ist eben, dass wir jetzt auch in High Definition aufnehmen können. Das heißt, dass du zu Hause in HD-Qualität die Bilder dir oder die Videosequenzen angucken kannst wiederum. Ich denke mir aber, dass man dafür sehr gut tarieren muss, um ruhig zu sein. Wie ist das denn, wenn jemand noch nicht so ruhig auf einer Stelle bleiben kann? Wird der Film trotzdem was? Da hast du absolut recht. Die ersten Bilder werden schon ein bisschen wackelig, aber das kriegt man innerhalb der ersten 10, 15 Minuten total gut raus und man muss sich halt ein bisschen stabilisieren und dann werden die Sequenzen auch was. Super, danke Michael. Ronald, du bist Chefredakteur vom Sporttaucher und dadurch ein sehr erfahrener Taucher und Unterwasserfotograf. Ist die kleine Lumix TZ7 da nicht so ein langweiliges Spielzeug für dich? Nein, ich würde es nicht als langweiliges Spielzeug bezeichnen, sondern durchaus als ein ganz interessantes Gerät. An der Lumix hat mir vor allen Dingen gefallen, dass du mit ihr videografieren kannst und das ist für mich jetzt eine ganz neue Perspektive. Ich bin war unterwegs mit einer Nikon S5 mit einem 15mm Objektiv und mit Gehäusekameras. Und du schaust halt jedes Mal durch den Sucher durch und hast anschließend ein statisches Bild. Und was du halt mit dieser kleinen Digitalkamera machen kannst, das im Videobereich ist wirklich bemerkenswert.